Pro Dusche. Ja, das hat sich gar keinen Bock drauf gelassen. Das ist eigentlich ein bisschen schwierig. Okay. Das letzte Thema für heute sind die Bäume. Jeder von euch ist bekannt mit dem Prinzip eines Baumes. Wir haben eine Wurzel. Es gibt Blätter, die an den Ästen hängen. Und genau eine solche Vorstellung ist auch im Grunde das Vorbild für die Bäume, die wir jetzt in der Informatik uns anschauen. Die Bäume haben die Möglichkeit, effizienter geordnete Elemente abzuspeichern und auch wiederzugeben. Ich möchte mal versuchen, euch klarzumachen, wofür wir diese Bäume brauchen. Nehmen wir mal an, wir haben eine Firma. Das ist das Hauptgebäude der Firma. Und wir haben jetzt im Verlaufe der Zeit Mitarbeiter dazu bekommen. Die Firmengründerin Stefanie hat die Firma irgendwann mal gegründet, wurde geboren 1960. Sie war also die erste Mitarbeiterin der Firma. Dann kam der Paul dazu. Der Paul ist noch ein sehr junger Absolvent, wurde 1990 geboren. Dann kam die, keine Ahnung, Astrid dazu, 1975 geboren, und der Stefan ist dann auch noch in die Firma eingestiegen als Mitarbeiter und ist 1992 geboren. Also in dieser Reihenfolge sind die Personen jetzt in die Firma reingekommen, und die Firma bietet sehr häufig bestimmte Trainings oder auch Freizeitaktivitäten. Diese Trainings und Freizeitaktivitäten haben oft allerdings eine Altersbeschränkung. Zum Beispiel heißt es, dass dieses Training zum Beispiel für Führungskräfte erst ab dem Alter 30 Jahre angeboten wird, wenn man eine eher ältere Mitarbeiter- und Teilnehmerzahl haben möchte. Wobei andere Aktivitäten, wie zum Beispiel Hummersaufen, eher für die jüngere Generation angeboten wird, also bis zu einer bestimmten Altersgrenze. Das heißt, ich habe die Anforderung, gib alle Personen aus, die älter oder jünger sind als J Jahre. Also diese Anforderung, nehmen wir mal an, hätten wir, und nehmen wir mal weiterhin an, dass die Firma mittlerweile zu den Weltkonzernen gehört und viele Tausende, Hunderttausende Mitarbeiter hat. Meine Frage ist jetzt, wie schaffe ich es, eine solche Frage nach dem, gib mir mal alle Personen, die jünger als X sind, oder auch gib mir mal alle Personen, die älter als X sind, so abzubilden durch eine geeignete Datenstruktur, dass
ich jetzt nicht super viele Zugriffe brauche, sondern schon schaue, dass es möglichst schnell geht. Wir kennen ja die Datenstruktur ArrayList. Wir kennen auch die Datenstruktur HashMap. Wir kennen die Queue, wir kennen den Stack. Wir kennen das Array. Wenn ihr jetzt diese Aufgabe hättet, eine dieser Datenstrukturen zu verwenden, um die Personen zu speichern und auch um rauszukriegen, wie alt sind denn die Personen, und ihr würdet diese Datenstruktur nehmen, dann würden wir sehr unperformant sein. Ja, gucken wir uns das mal an. Also wenn ich eine ArrayList nehme, die ArrayList, die fühlt sich ein bisschen an wie ein Array, deswegen male ich hier mal so eckige Klammern. Und in dieser ArrayList, da habe ich jetzt drin im Grunde das Objekt Stephanie. Paul, Astrid und Stefan. Na, die sind da jetzt in dieser Array-Liste drin, weil so kamen sie in die Firma rein. Und wir stellen uns jetzt mal vor, da würden noch viel, viel mehr Personen drin sein. Bei einer HashMap hätte ich im Grunde so einen undiffusen Menge von Elementen, die Stephanie, Paul, Astrid und Stefan. Ich hätte aber eine Liste von Keys. Bei der Stephanie, gucke ich nochmal, ist der Key 1960, beim Paul 1990. Bei der Astrid 75 und beim Stefan 92. So, und diese Keys, die zeigen jetzt also auf unsere Objekte hier so, dass wir jederzeit ohne Probleme mithilfe des Geburtsdatums auf die jeweilige Person kommen können. In der ArrayList haben wir diese Personen als Objekte, das heißt, wir haben die Klasse Person. Und da ist eben der Name der Person drin und das Geburtsjahr. Ja, und das sind jetzt sozusagen hier unsere Objekte. Die können wir also rausholen und dann uns nachschauen, was ist denn das Geburtsjahr der jeweiligen Person? Wie würde ich mit diesen beiden Datenstrukturen die Aufgaben bewältigen, zu sagen, ich gebe mir bitte alle Personen, die älter als 6 Jahre sind. Ja? Bei der ArrayList würde ich eine Schleife machen, die durch die komplette ArrayList durchgeht und schaut, wie alt die einzelnen Personen sind und die eben dementsprechend, was ich möchte, die gebe ich dann aus. Ich muss also alle durchgehen. Ich denke mal, das ist das überhaupt auswählen. Ja. Also bei der ArrayList, genau, ich muss in der Schleife von oben anfangend alle durchgehen, ja, und mir dann immer das Geburtsjahr rausholen. Bei der HashMap, wie wäre es da?
Genau, ich müsste mir alle Schlüssel zurückgeben lassen. Und die müsste ich dann auch eigentlich alle der Reihe nach durchgehen und gucken, wer ist denn jetzt älter als x Jahre? Und der kommt dann in die Ausgabemenge rein. Und wenn ich jetzt eine sehr, sehr lange Liste habe oder eine sehr große Hashmap habe, dann kann es eben sein, dass diese Operation unglaublich unperformant ist. Also eine Firma, die jetzt weltweit aktiv ist, die 500.000 Mitarbeiter hat, da muss ich jedes Mal durch die Liste durchgehen. Ich muss also 500.000 Mal da durchgehen. Und das wird sehr, sehr lange dauern. Vor allen Dingen, wenn ich diese Operation 100 Mal pro Sekunde machen muss, weil ich zum Beispiel irgendwelche Sicherheitsprüfungen mache oder was auch immer. Dann ist es irgendwann nicht mehr sinnvoll, die Datenstruktur in ArrayList oder HashMap zu nutzen. Wenn ich eben die Anforderung habe, dass ich die Personen in einer geordneten Liste abspeichern möchte, und zwar nicht geordnet nach dem Einfügen, wann ist denn die Person zuerst eingefügt worden, sondern geordnet nach dem Schlüssel. Und die Antwort auf dieses Problem, wie kann man das denn performanter machen, geben uns also die Bäume. Und wir schauen uns mal an, wie ein Binärbaum aussieht. Ein Binärbaum besteht wie jeder andere Baum auch aus Knoten. Diese Knoten male ich mal hier als runde Kreise. Der Binärbaum heißt Binärbaum, weil ein Knoten in dem Binärbaum zwei Kinder haben kann. Also binär für zwei. Es gibt zwei Kinder pro Knoten, niemals mehr. Ja, also immer nur zwei Kinder pro Knoten. Und die Kinder können wiederum Kinder haben. Und man spricht also von Kindern, und man spricht von Eltern. Und Kinder können wiederum Eltern für ihre Kinder sein. Ne? Das ist ganz klar. Es gibt ganz oben noch einen Knoten, der ist besonders. Das ist der Wurzelknoten. Der hat keine Eltern. Und ganz unten gibt es die Knoten. Das sind die Blätter. Die haben keine Kinder. Und der Binärbaum ist, wie gesagt, so aufgestellt, dass ich immer zwei Kinder habe pro Knoten. Damit ich diesen Binärbaum nutzen kann, um Personen nach einer bestimmten Ordnung abzuspeichern, zum Beispiel nach dem Geburtsdatum geordnet, muss ich hier noch hinzunehmen die Bedingung, dass ich in den Knoten immer den Schlüssel ausweise und dass die abgespeicherten Knoten, das sind ja gleichzeitig die Personen, die wir da abspeichern wollen, dass die geordnet sind in einer bestimmten Reihenfolge. Also schauen wir uns das mal als Beispiel an für den sortierten Binärbaum.
Also wir haben als erstes in den Binärbaum die Stefanie drin. Und in den Knoten steht jetzt immer das Geburtsjahr drin. Also der Knoten enthält das Objekt Stefanie und weiß allerdings die Ordnungseigenschaft, also der das Geburtsjahr aus, sodass das für jeden sichtbar ist. Als nächstes haben wir dann die Astrid, die ist 1975 geboren. So, und die Astrid, also das hier ist die Stefanie. Und das hier ist die Astrid. Die Astrid ist älter als die Stefanie, deswegen wird sie unterhalb des Wurzelknotens, der ja die Stefanie ist, die Astrid ist jünger, sorry, ja. Sie hat ein höheres Geburtsjahr, so rum meinte ich das, genau. Und sie ist also vom Geburtsjahr höher zählig, deswegen wird sie rechts eingeordnet. Also immer wenn jemand älter ist, immer wenn jemand ein höheres Geburtsjahr hat, kommt er rechts rein, immer wenn ein Jünger ein kleineres Geburtsjahr hat, kommt er links rein, okay? So, der nächste, der hier in die Firma reinkam, ist der Stefan 1992, dessen Geburtsjahr ist noch höher, also gucken wir mal wieder beginnend bei der Stefanie. Ordnen wir den jetzt rechts oder links ein? Dadurch, dass das Jahr größer ist als 1960, also 92 ist größer als 60, gehen wir also nach rechts. Und jetzt gucken wir wiederum, ist denn das Jahr 92 größer als 75? Ja, also gehen wir auch wieder nach rechts. Also kommt hier die 1992 rein. So, dann haben wir den Paul, der ist 1990 geboren. Wir fangen wieder bei der Wurzel an und schauen nach, ist denn die 1990 größer oder kleiner als 1960? Sie ist größer, also gehen wir nach rechts. 1990 ist erneut größer als 1975, also gehen wir wieder nach rechts. 1990 ist kleiner als 1992, also gehen wir nach links. So, und die Bäume haben also die Eigenschaft, dass sie eine Hierarchie erzeugen. Und in dieser Hierarchie wird Ordnung bezogen auf den Schlüssel verwendet, um die Elemente einzuordnen. Und wann immer ich ein Element einordne, fange ich immer hier bei der Wurzel an zu gucken, wo müsste denn die Person eingeordnet werden. Und wenn ich jemanden suche, zum Beispiel die Person, die 1992 geboren wurde, dann fange ich auch bei der Wurzel an und schaue nach, ist denn die 92 größer oder kleiner als die Wurzel, dann weiß ich, in welchen Baum ich gehen muss, nach links oder nach rechts. Ja, also alle Jahre, die größer sind, die gehen nach rechts und alle Jahre, die kleiner gleich sind, die würden dann nach links gehen. Ja? Wenn wir jetzt nach der 75 sind, dann 1992 erst kommen, würden wir auch nach rechts gehen, dann 1992, dann würden wir wieder nach rechts gehen, dann wäre die Anordnung ganz anders. Das ist egal. Also wenn wir zuerst die 90 und dann die 92 eingeordnet hätten, dann würde hier die 90 hängen. Ja. Und darunter würde rechts weiter noch die 92 hängen. Also ist es
Also von der Einfügereihenfolge hängt ab, wie sich dieser Baum aufbaut. Genau. Und es gibt auch blöde Kombinationen und Konstellationen, das werden wir gleich mal sehen. Gucken wir uns mal ungünstige nicht balancierte Bäume an. Also, wir nehmen mal ein Beispiel. Wir ordnen jetzt die Elemente auch wieder nach einer Zahl, der Größe nach. Aber die Elemente, die in den Baum reinkommen, die kommen schon nach der Zahl geordnet in den Baum rein. Also ich nehme jetzt mal Zahlen, die nicht unbedingt als Geburtsjahr interpretierbar sind, ne? Aber für euch sollte klar sein, hey, das ist austauschbar. Ich kann da statt Geburtsjahre auch beliebige Zahlen einfügen. Ungünstige, nicht balancierte Bäume. Also nehmen wir mal Objekte, die haben als Schlüssel die 1, 2, 3, 4, 5 und kommen in dieser geordneten Reihenfolge in unseren Baum rein. Das Root-Element, das Wurzelelement ist die 1. Als nächstes kommt die 2, die ist größer als 1, deswegen rutscht die nach rechts. Als nächstes kommt die 3. Als nächstes kommt die 4, auch wieder immer nach rechts hier angefügt, dann die 5 und dann die 6. Ja? Und das nennt man einen unbalancierten Baum, weil ich jetzt so sehr stark rechtslastig bin. Schöner wäre Folgendes. Balancierter Baum. Wenn ich als Wurzel die 3 hätte, so, und dann ist die 1 kleiner als die 3, die 5 ist größer, deswegen gehen wir nach rechts. Und an der 5 hängt 4 und 6 dran. Wenn ich jetzt die Anforderung habe, ein bestimmtes Element zu finden in dem Baum. Ja, zum Beispiel jemand, der ein bestimmtes Geburtsjahr hat oder wie hier, dass der Schlüssel einen bestimmten Wert hat. Dann wird das mit dem balancierten Baum besser gehen als mit dem nicht balancierten Baum. Warum? Genau. Wenn ich beim balancierten Baum zum Beispiel die Person finden möchte, die das Jahr 4 hat, also die Zahl 4 hat, ich fange ja immer bei der Wurzel an und ich gucke mir an, 4 ist größer als 3, also gehe ich nach rechts. Jetzt gucke ich hier mir die 5 an, was ja unterhalb der Wurzel rechts liegt. 4 ist kleiner gleich 5, also gehe ich nach links und schon habe ich das Element gefunden. Also wenn ich versuche, die 4 zu finden, dann fange ich an der Wurzel an, ich weiß, ich muss nach rechts gehen, treffe auf die 5 und weiß, ich muss nach links gehen, das heißt 1, 2, 3 Schritte brauche ich,
um die vier zu finden. Bei unserem nicht balancierten Baum fange ich auch wieder an der Wurzel an. 4 ist größer als 1, ich gehe nach rechts. 4 ist größer als 2, ich gehe nach rechts. 4 ist größer als 3, ich gehe nach rechts. 4 ist gefunden worden. Das heißt, hier habe ich jetzt schon mal 4 Schritte. Und man kann sich vorstellen, wenn wir 500.000 Elemente haben, die ungünstig in dem Baum sich befinden, dann wird es noch viel schlimmer sein als bei einem balancierten Baum. Und das Balancieren, das ist eine wichtige Operation bei Bäumen, damit diese also eine schnelle Auffindbarkeit der Elemente in den Baum garantieren können. Wir werden uns, wenn wir über den Aufwand von Algorithmen sprechen, dann werden wir sehen, dass bei einem balancierten Baum im schlimmsten Fall der duale Logarithmus von n Schritte benötigt werden, was super wenig ist. Ja, wenn ich 500.000 Elemente habe, der duale Logarithmus von 500.000 ist keine Ahnung wie groß, ich weiß es nicht, aber ist auf jeden Fall viel kleiner, als wenn ich 500.000 Elemente durchsuchen müsste. Aber dazu mehr in der Vorlesung Komplexität und Aufwände von Algorithmen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie man einen nicht gut balancierten Baum in einen balancierten Baum verwandeln kann. Und diese Operation, die nennt sich Rotieren. Ich nehme mal wieder dieses Beispiel auf. So, dieser Baum hier, der ist noch nicht sehr tief, aber er ist schon nicht balanciert, ne? Weil die rechte Seite ist sehr stark und die linke Seite ist nicht wirklich entwickelt. Und wenn wir von Rotieren sprechen, dann heißt das, dass das jetzige Wurzelelement durch ein anderes Wurzelelement ersetzt wird, was besser geeignet ist. Und hier in dem Fall haben wir eine Rechtslastigkeit. Und deswegen rotieren wir nach links. Und zwar wird die 2 unser neues Root-Element und wir rotieren alles mal von rechts nach links rüber. Also wir drehen einfach unseren Baum, sodass die 2 nach oben kommt. Und dann ist die 1 auf der linken Seite und die 3 auf der rechten Seite.
Und schon ist unser Baum balanciert. Er ist auf beiden Seiten gleich tief. Okay, anderes Beispiel für die Rotation. Ich möchte gerne auch diesen Baum über eine Linksrotation umwandeln. Jetzt habe ich aber das Problem, dass wenn die 2 nach oben wandern würde, dann haben wir das Problem, wo packen wir dann die 0 hin? Weil hier hängt ja schon links von der 2 die 1. Und bei der Rotation wird es dann so gemacht, dass dann das Element links von der 2, was zurzeit also noch das Elternelement der 2 ist, dem wird jetzt die 1 zugeordnet, weil das hat zurzeit ja rechts ein Kind, aber wenn die 2 nach oben kommt, dann hat es rechts kein Kind mehr, also hat es Platz und dann kann ich dort die 1 ablegen. Also die 0 ist unser Wurzelelement, die 2 ist jetzt unser Wurzelelement. Wir haben immer noch rechts von der 2 die 3 hängen. Beim Rotieren wird jetzt quasi hier oben die Wurzel links von der 2 angehängt und die 1 wandert jetzt auf die andere Seite. Ja, also wenn wir rotieren, dann kann es eben sein, dass die Elemente auf den anderen Ast wandern, damit wir sie unterbringen können. Okay, diese Rotation, die wird jetzt immer ausgeführt, nachdem ein neues Element eingefügt wurde und man feststellt, oh Mist, jetzt ist der Baum nicht mehr balanciert. Ja, also es wird immer geschaut beim Einfügen, wie ich diesen Baum ausbalancieren muss, damit ich verhindere, dass ich so unglaublich schlecht balancierte Bäume habe, weil da ist das Aufsuchen der Elemente sehr, sehr aufwendig. Okay, wir gucken uns jetzt mal an, wie wir das Ganze nutzen können in der Software. Ich möchte gerne hier einen Baum nutzen. Ich füge mal ein neues Package ein, das nenne ich mal Trees. Und ich erstelle mal eine neue Klasse, Test. Set. So, ein Tree-Set ist eine Datenstruktur, die nutzt auch generische Datentypen.
Habe ich es falsch geschrieben? Ich gucke mal kurz. Also Java Tree Set. In der View stand Test Tree Set. Ach so, deswegen hat er es nicht gefunden. Ja, das ist ein guter Grund, warum er das nicht findet. Genau. Ich importiere es aus dem Java Util Package. Und ich gucke mir mal an, was die Klasse TreeSet so bietet. Und welche Interfaces sie nutzt. Also wir sehen wieder Iterable. Also wir können wieder die Enumeration nutzen. Wir haben wieder Collection. Und wir haben jetzt ein neues Interface. Und das hatte ich schon mal kurz vorgestellt. Das ist die Menge. Dieses Interface schreibt also vor, dass Elemente in dem Baum nur einmal vorkommen dürfen. Es gibt also keine Duplikate. Und der TreeSet ist eben eine Implementierung einer solchen Datenstruktur, mit der ich Mengenelemente abspeichern kann. Und wir sehen hier, dass die TreeSet, also log n, also damit ist der duale Logarithmus gemeint, Zugriffszeit benötigt oder bietet für alle wichtigen Operationen, wie zum Beispiel Contains. Also ich möchte in der Datenstruktur ein Element finden und mit log n bin ich da super schnell da, weil ich eben Bäume nutze. Ne? Bei einer Arraylist, da hätte ich als Zeit n, was sehr viel länger ist als log n. Das werden wir aber, wie gesagt, noch in der Komplexitätsvorlesung uns anschauen. Ansonsten gibt es hier die Methoden add zum Hinzufügen, remove zum Entfernen, vermutlich gibt es hier unten auch. Remove, genau. Hier kann ich ein Objekt entfernen. Es gibt die Methode contains, mit der kann ich suchen, ob ein Objekt da drin ist. Und das werde ich jetzt hier mal nutzen. Also ich habe hier schon den Baum. Baum.add. Und ich gebe jetzt hier mal einen String ein, hi. Dieser String, der wird jetzt mit einem Schlüssel dort abgespeichert. Und dieser Schlüssel wird berechnet aus dem sogenannten Hash-Wert. Also ich brauche wieder irgendeine sortierbare Datentyp, wie zum Beispiel ein Integer. Und wenn ich zum Beispiel den String hi, also String hi ist gleich hi, mir mal anschaue, dann kann ich mir mal dessen Hashcode geben lassen. Und das ist eine Integerzahl, in der ist kodiert, dass ich da die Zeichen hi drin stehen habe. Also 3329 ist jetzt sozusagen eine Integer-Repräsentation von meinem String. Und diese wird jetzt genutzt als Schlüssel, sodass ich mein String hi in diesem Baum einordne. Wenn ich Personen nach dem Alter einordnen möchte, dann muss ich explizit ausweisen, dass ich das Alter meine für die Sortierreihenfolge. Also das TreeSet kann man nehmen für die Implementierung von Bäumen. Und man hat jetzt eine sehr schöne Möglichkeit, sehr effizient auf die Elemente zuzugreifen und sie auch in ihrer natürlichen Ordnung dort abspeichern zu lassen.